What's the idea of spoiling the game? I was for onesies. Well, here's twosies. Whoa, whoa! Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Champions of Kryn. Wir haben unsere Helden hier das letzte Mal verlassen. Bei diesem letzten Kampf, diesem Cleric. Und sind jetzt hier ins Camp gegangen und haben hier ein bisschen gerastet und die Zaubersprüche aktualisiert. Und jetzt, ja, geht's weiter. Und zwar Monster Attacks. Na gut. Vielleicht mal ein Kampf hier. Da wird gesweept. Hat leider nur einen erwischt. Ja. Da kann man noch gar nicht dazu hier Undead zu machen. Da gleich nochmal dran. Will ich nochmal hier auf die andere Snake gehen. So, hier können wir nochmal Turn Undead machen. Ich werde einfach mal garden lassen. Dich auch. Dich muss ich quitten. Okay, jetzt haut er ab. Du hast nicht genug Movement Points. Okay. Ja. Lead. Gut, ja, 18, das war jetzt natürlich wenig. Das hat kaum gelohnt. Aber ja. Wo werden wir denn jetzt hingehen? Wir müssten hier hin und gehen dann hier hin. Das ist ein bisschen schnell. Creatures rise out of the remains. What do you do? Attack natürlich. Da wird gesweept. Okay. Dann können wir einmal hier Turn Undead machen. Da sind drei, die wir erwischen. Und da hinten sind auch noch welche. Ist es. Oh, sehr schön. Gleich mal drei erwischt. Er trifft zum Glück nicht. Da haben wir noch die restlichen geholt. Nicht getroffen. Delay machen. Du fließt schon. Okay. So. Oh, Delay. Okay. Quit. No. So. Wir sind in Raum Nummer 10, also auf der Karte. Dieser Raum ist mit verfallenen Körpern übersät. Wenn sie bleiben, müssen sie gegen viele riesige Ratten und Skelette kämpfen. Ja, das haben wir schon gemacht. Das heißt, gibt es jetzt eigentlich hier gar nichts zu tun. Das heißt, wir gehen wieder raus und drehen uns hier um, gehen hier rüber.
Hier rein. Some clerics and hobgoblins attack. Others run through the wall in the southwest corner of the room. What do you do? Attack, natürlich. So, da haben wir jetzt hier Lerica. Da werden wir hier mal ein bisschen was auspacken. Sehr schön. Und werden hier auch mal in Sleep nehmen. Und dann haben wir eigentlich alle hier abgefrühstückt. Hier ist noch ein Hobgoblin. Den nehmen wir so. Der Rest ist hier am Schlafen. Können wir dann auch ein bisschen Weile sparen. Sehr schön. Da quitten wir direkt hier. Nein, möchte ich nicht. Ich glaube die Chainmail, da könnte man hier noch mal schauen. Was hast du jetzt hier? Du hast eine Scale Mail. Dann nehmen wir hier die Chainmail mit. Und du könntest auch eine Chainmail vertragen. Was haben wir noch? Ringmail, das brauchen wir alles nicht. Die Scale Mail. Und tauschen. So, da haben wir jetzt vom AC schon mal ein bisschen was wieder getan. Und wir sind also hier in Raum 11 und sie treffen einige Feinde, wenn sie diesen Raum betreten. Einige von ihnen laufen durch die südliche Wand, das haben wir eben schon gesehen. In der Südwestecke des Raums, wenn sie bleiben, müssen sie gegen viele Hobgoblins kämpfen, unterstützt von zwei Priestern. Ja. Okay. Das heißt, wir können mal schauen, was es jetzt hier unten gibt. Monsters Attack. Okay. Da werden wir auch was raushauen hier in Sleep. Vielleicht mal hier hin. Vielleicht kriegen wir zumindest die Warrior, weil die anderen sind da teilweise immun. Ja. Genau. Du kannst da hin und her wandern, wie du möchtest. Da wird schön vorbeigeballert.
191 Erfahrung. Schauen wir gerade, was wir dabei haben. Ringmail. Okay, das brauchen wir alles nicht. Exit. Und rein. Wir sind jetzt hier bei dieser Tür. Die geht raus. Und hier war. As you enter, someone is leaving through the west door. Ja. Das ist hier an der Position. The party has found treasure. Each character receives 1391. Okay. Fair. Jemand rennt aus dem Raum nach Westen, wenn sie eintritt. Dieser Raum behält einen Schatz aus Stahlstücken, Edelsteinen und Schmuck. Okay. Das heißt, Kohle hat es hier gegeben. Wahrscheinlich auch noch ein Restroom. The door closes behind you. There's no door on this side of the wall. Ja, genau. Das heißt, wir kommen hier dann wieder raus. Und müssen jetzt, ja, weiß ich gar nicht, wo müssen wir dann jetzt eigentlich hin? Erstmal kurz orientieren, wo sind wir denn überhaupt? Hier müssten wir. Hier müssten wir rausgekommen sein. Genau. Ja, dann. Mal schauen, müssen wir wahrscheinlich jetzt hier mal wieder hier hochgehen. Dann sind wir an der Stelle und gehen hier mal diesen Gang entlang. Genau. Da hauen wir mal dagegen. Monster Attack. Den haben wir dann hier. Ein paar Untote. Ja, ja. Hier können wir Teil Undead machen. Na, da oben ist auch noch einer. Warrior. So. Ist jetzt gerade nicht so angesagt. Ah. Welches Movement hier? Hm. Ja, jetzt aber mal wieder treffen, oder? Na. Okay. Müsst ja fast schon hier per Zufall treffen. Keiner. Aha. Okay, da flieht er in Panik. Was habt ihr dabei? Das brauchen wir alles nicht. Das ist nur Ballast. So, jetzt sind wir ja hier reingegangen. Dann gehen wir hier rüber. Und sind. Ah, wo sind wir denn? Bei 24. 24. Schauen hier.
20. You are attacked by a flight of arrows from the north. Garrick is hit for 2 points. Okay. Ist auch schön. A soldier approaches and wants to parley. Ja, das ist die 24. Sie treffen auf einen Soldaten, der ihnen sagt, dass er gerade Karamon verlassen hat, der zum Außenposten zurückgekehrt ist. Er fragt, ob sie wünschen, sich ihm bei der Suche nach einem Schatz anzuschließen. Wenn sie ablehnen, wird er seinen Hauptkommandverbündeten ein Signal geben, die aus dem Schatten hervorspringen und angreifen werden. Okay. Dann Palais mal. Und wir haben noch ein Entry. Den können wir auch noch mal lesen. Und zwar, was hat er hier? Entry 35. Ich war mit einer Gruppe von Rittern und anderen unter Karamon, die hierher gekommen sind, um alles zu erkunden. Wir haben eigentlich nichts gefunden. Karamon ist bereits gegangen, um zu berichten. Ich nehme an, ihr habt ihn verpasst. Oh, eine Sache haben wir herausgefunden. Es gibt einen Schatz, der von den vorherigen Bewohnern von Troll übrig geblieben ist. Wir haben davon von einem Hobgoblin erfahren, der hereingeschlichen ist, um ihn zu beanspruchen. Bevor er starb, sagte er uns, dass er sich im südlich-zentralen Bereich der Stadt befindet. Sag mal, wenn du mir hilfst, diesen Schatz zu finden, teile ich ihn mit dir. Einverstanden. Ja, ich meine, wir sind ja gar nicht so, ne? Also soll er uns hier mal joinen? Ja, kann ja nicht so wild sein. Gut. Mal kurz gucken, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier durch die Tür gegangen. Gehen wir hier mal gerade aus. Und was können wir hier noch machen? Monsters Attack. Ja, das ist ja schön. Okay. Ah, da gibt's Zauberer. Das ist schlecht. Da müssen wir versuchen, mal was zu casten. Und Sleep wäre da nicht schlecht. War jetzt nicht so dolle. Okay, das war besser. Ja, da sind auch noch welche. Greifen wir da erstmal an. Okay. Ihr trifft ja alle nichts hier. Können wir vielleicht hier eine Magic Missile machen? Ja, du kannst jetzt deinen Bogen nicht benutzen. Du stehst da direkt bei einem Gegner. Okay, zumindest trifft er was. From behind. Aha. Okay. Kannst da ruhig vorbeigehen, also so ist es nicht. Hat nicht genug Movement. Auch nicht. Wir müssen uns aber da unten um die Zauberer kümmern. Thank you.
warten. Okay. 203 Erfahrung. Also dabei haben Decker Ringmail. Brauche ich die Darts, brauche ich auch nicht. Also sind wir hier raus. Okay. So, hier können wir reingehen. A Kender gets up from setting a trap. He grins and you record this remarks as journal entry 82. Da können wir mal reinschauen in den journal entry. 82. Dum, dum, dum. Wo ist er denn, der 82? Also, endlich seid ihr gekommen, um mich zu retten. Ihr wisst schon, diese Dinger sind ziemlich clever. Natürlich nicht clever genug für mich. Ich habe sie nur ein wenig verbessert. Oh je, ich hoffe, ihr seid nicht von Norden hergekommen, oh, entschuldigt. Ich nehme an, ihr wollt mich jetzt hier rausholen. Oh, da hinten sind noch mehr Leute. Strangborn ist hier irgendwo. Er sucht nach Caramon. Ihr wollt ihn finden? Nun, das ist eine interessante Geschichte. Als wir uns vor etwa 2 Wochen das erste Mal trafen. Ich kann helfen, wisst ihr. Caramon wurde irgendwo südlich von hier gefangen genommen. Ich habe versucht, Fallen zurückzusetzen, falls mehr Drakonier und Hobgoblins hier auftauchen. Naja, das ist ja schön für dich. Do you want to allow her to join? Ja klar. Je mehr, desto besser. So, jetzt gehe ich hier erst nochmal zurück. Da war aber nichts weiter. Jetzt müssen wir mal schauen, wo sind wir denn hier? Wir sollten hier bei der Nummer 20 oder so sein. Da sind noch 2 Türen. Da hauen wir mal dagegen. You have found a trap. You have already triggered the first part. If you move, the trap will be strung. You will attempt to disarm it. Eigentlich sollte man das ihn hier machen lassen, aber... Box fall from the thing. Okay. Ein Punkt. Das war jetzt nicht so schlimm, aber... Hätte man jetzt auch irgendwie... wohl vermeiden können. Gut, dann gehen wir hier weiter. Da ist noch, was ist denn da? Wir können eigentlich hier weitergehen. A pit opens up beneath your feet. Na, jetzt wird's aber. Und noch ein Angriff von Monstern. Untote haben wir auch noch dabei. Ja, jede Menge hier. Ah, das ist ja der Kender. Ja, der hat ja sein Hoop-Pack da. Und kann also hier dann schießen. Aber hier können wir tauschen. Das Schild... gegen den Shortbow. Schauen. Ja, du kannst nichts machen. Da können wir sweepen. Oh, das wollte ich nicht. Die waren hier noch auf Guarding wahrscheinlich.
So, du kannst wieder wechseln auf den Shortbow. Vielleicht kriegen wir hier das Skelett. Jawohl. Auch nicht weiter. Und dich will ich auch mal hier warten lassen. Shortbow, kannst du den hier erreichen? Nee. So. Erreichen. Ups. Gleich nochmal 4 hier. Was mit dem anderen Skelett da ist. Ob das abhauen will oder ob das nochmal auf uns zukommt. Man weiß es nicht. Weiß es anscheinend noch nicht genau, was es machen will. Ja, und er weiß auch noch nicht so genau, was er machen will. Garten. Okay. Gut. Da war jetzt eh nichts zu holen hier. Jetzt muss ich nochmal überlegen, was soll denn hier eigentlich? Purpose approach grinning. The soldier steps up to them and says, "See, I told you I could bring in some entertainment. The soldier joins your foes and attacks you." Ah ja, ist ja schön. Da waren wir dann, glaube ich, bei der 19. Okay. Eine größere Gruppe hier. Was haben wir denn? Naja gut, wir haben nur die Hobgoblins. Ah, vielleicht können wir ihn hier aber einschläfern. Na, er lässt sich nicht einschläfern. Na gut. Nicht weg. Der Kender, der wird sich jetzt auch nicht bewegen. Also müssen wir ihn hier wieder umtauschen. Den Shortbow weg und das Schwert in die Hand. Ah, da haben wir auch einen Leader. Oder noch casten. Ich würde mir gerne noch ein bisschen was aufbewahren. Und er steht halt hier ein bisschen ungünstig.
So, kann ich dich zumindest hierhin bewegen? Dann können wir den Soldier schon mal ausschalten. So. Da leert sich doch mal das Feld jetzt. Das ist doch schon mal ganz schön. Er war noch eingeschlafen. Er auch. Das war ein normaler Hobgoblin. Da ist noch ein Leader. Surrenders. Ah. Okay. Ist er jetzt weg? Ja, da ist er weg. Gut, 172. Was haben sie an Scale Mail? Ringmail, eine Plate Mail, wow. Okay. Plate Mail wäre für Tauriel natürlich eine gute Sache. Aber auch Garrick wäre dem Ganzen nicht abgeneigt, glaube ich. Plate Mail hat er dabei hier. Wahnsinn. Few Items. Ich glaube, ich tausche das nachher noch. Die Tauriel wäre da, glaube ich, glücklicher drüber momentan. Trade. Ist aber, glaube ich, dann überladen, ja. Items. Vielleicht droppe ich die einfach mal. Die Ringmail ist eh nicht so viel wert. Nee. Da muss ich Trade. Und du kriegst eine Plate Mail. Da geht der AC ein bisschen runter. Das ist doch schön. So. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Wir können ja noch mal schauen. Und zwar war das ja hier die Nummer 19. Wenn sie den Soldaten aus Raum 23 in ihrer Gruppe haben, werden sie hier auf einige Hobgoblins treffen. Der Soldat wendet sich gegen sie und greift an. Sie werden gegen einen Kämpfer des 7. Levels und viele Hobgoblins kämpfen. In jedem Fall treffen sie auf Larsen Strangborn, einen Solomonic Ritter, der bei Caramon war. Ah, okay. Gut, was kommt dann jetzt hier? Treasure left. Nope. A Knight of Solomonian approaches. He introduces himself as Larsen Strangborn and says that he is looking for Caramon, his commander, and you record it as journal entry 67. Den schauen wir uns doch nochmal an. 67. Bum. Haben wir die 67 da noch nicht. Entschuldigung, wenn es hier vielleicht ein bisschen knistert, aber ja, ist halt alles hier auf einem Haufen Papier. Ich war bei der Patrouille, die Caramon hierher gefolgt ist. Wir sind sofort auf Probleme gestoßen. Wir haben nicht wirklich viel Widerstand erwartet, aber wir wurden von einer großen Truppe Hobgoblins und Drakonieren überfallen. Ich wurde früh im Kampf durch einen Schlag gegen den Kopf bewusstlos. Ich erwachte in einer dunklen Ecke, allein. Es dauerte eine Weile, bis ich mich orientieren konnte, aber schließlich ging ich los, um meine Gefährten zu suchen. Ich hörte von vorbeiziehenden Patrouillen, dass alle außer Caramon getötet wurden. Du musst mir helfen, Caramon zu finden. Er darf nicht in die Hände der Anführer dieser Bande fallen. Das wollen wir ja machen. Und er darf natürlich hier joinen. Jawohl. Strangborn asks you about Sir Karl. After hearing your answer, he hesitates and then tells you a story and your record is a journal entry 7. Okay. Das werden wir dann auch nochmal lesen. In 7. Hör zu, Sir Karl ist der ehrenhafteste aller Männer.
Ich würde ihm überall hin folgen. Aber es passiert etwas sehr Dunkles und Seltsames um ihn herum. Er scheint besessen von einem jungen Mädchen namens Maya. Das Problem ist nicht wirklich sein Alter, er ist etwa 40 Jahre älter als sie. Wenn sie sich nur niederlassen und ihre Gefühle offenbaren würden. Alles, was passieren würde, ist, dass ein paar Klatschmäuler kichern würden, das wäre alles. Aber das werden sie nicht tun. Maya ist für uns extrem wertvoll. Sie hat erstaunliche Informationsquellen, besonders für jemand so Junges. Aber immer wenn die beiden im selben Raum sind, ist die Spannung so offensichtlich, dass... Ah, egal. Du sagst, dass er in Ordnung zu sein scheint. Ich werde diese Hoffnung nicht aufgeben und lasse die Probleme zu gegebener Zeit auf mich zukommen. Lass uns gehen. Ja, okay. Das werden wir dann tun. Wir sind an der Position 19. Das heißt, wir können... was können wir denn eigentlich? Wir können hier rumgehen. Ich glaube, hier unten... Da können wir auch hingehen. Das ist... Strange one stops you. Wait, he cries. There is a trap here. He sets it off harmlessly. Ah, das ist ja schön. Hier nochmal ein. A cleric and draconians are rushing from the north. You hear someone was at the trap. They stop you. What do you do? Attack? Verständlich. Schauen wir mal, was haben wir denn dabei? Okay, sie haben auf jeden Fall hier einen Kleriker dabei. Das heißt, wir gehen auf Angriffsmodus. Und Garden. Casting. Was castet er denn? Oh, noch eine Magic Missile? Ja. Okay. Da komme ich nicht hin. Ah, so ein Mist. Das war jetzt schlecht. Da hätte ich vorher drauf gucken müssen. Ja, was castet er denn? Hold Person. Das ist schlecht. Aber... Wir haben hier widerstanden. Ja. Beginnt's Casting schon wieder. Oder noch? Nichts Gescheites. Da können wir ihn vielleicht noch mit dem Bogen aufhalten. Nein, können wir nicht. Sleep. Das gefällt mir jetzt nicht. Dann müssen wir hier auch nochmal umtauschen. Und müssen dich mal versuchen lassen, ihn hier zu treffen. Sehr gut. Okay. Ja, du könntest dich ja auch hier mal nützlich machen. Das wäre eigentlich auch mal ganz nett. Okay, er trifft ja hier ganz gut. Er ist auch ganz gut unterwegs. Ah, schade. Den hätte ich mir jetzt gegönnt.
Okay. Ja. Den hast du abgestaubt. Der war schon fast tot. Okay, 181. Wir scheren und hätten noch eine Chainmail, die brauche ich gar nicht mehr. Ich kann sie noch einer mitnehmen, dann kann man sie verkaufen. Ja. Nein. So, okay. Jetzt sind wir an dieser Stelle. Das haben wir eigentlich ja alles. Kennen wir hier schon. Beziehungsweise, da gibt es dann nichts mehr. So, dann sind wir hier. Dann gehen wir jetzt noch hier rüber. Durch und gehen hier durch. This room is filled with old scrolls that crack and crumble in your hands. Most of them are evil. Okay. You have found a scroll. Aha. Take. Ein red scroll. Das wäre ja hier für ihn was. You found a scroll. A white scroll. Das wäre was für dich. Tim, der Zauberer. Okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Und den... links. Gehen hier wieder retour. Jetzt war ich hier wieder bei der 17. Jetzt gehen wir links. A trapdoor opens from above and evil forces drop on you. Ja, okay. Jetzt sind uns hier so langsam auch die Sprüche am Ausgehen. Ich werde mal hier... was werde ich denn hier? Mal rufen und casten Cure Light Wounds. Und hoffe, dass ich irgendwo noch eine Sleep habe. Ja. Oh, da sind einige hier. Eine kleine Heilung. So, was hast du da noch an Bord? Auch noch eine Sleep. Keiner mehr. Okay. Den habe ich da nicht getroffen. Hast du noch? Hast auch noch eine Sleep? Jetzt schauen. Bringt uns das was? Ja, bringt einen schon was. Können wir hier oben hinsetzen? Dann machen wir ihn erstmal weg. Ah, du hast noch den Short Bow. Items. Short Bow.
So. Okay, was ist das denn noch? Wir müssten eher weniger. Dann, ja, dann. Was mache ich denn mit dir? Dann musst du umswitchen. Longsword. Und zwar. Ah, ist noch eine Scale Mail an, okay. Schild auch raus, Shortbow und die Arrows in die Hand. Und dann erstmal die Hilflosen da weg. Ja. In Wirklichkeit solltet ihr jetzt etwas alle besser treffen. Brauchst auch hier anderes Material. Mhm. Ja, da wird schon ordentlich getroffen. Na, zwei. Mhm. Was mache ich mit dir? Elf. Okay. Du haust dich da einfach rein. Gut, dann werde ich hier wechseln und auch den Shortbow nehmen. Werde ihn dann mal weghauen. Und dann noch den einen, der helpless ist. So, jetzt. Ja, okay, der liegt jetzt mal da. Frage ist, komme ich da jetzt hin? Tot, das ist jetzt schlecht. Okay. Ich konnte ihn zumindest nicht mehr bandagen. Okay, hier gibt es jetzt auch nichts. Das heißt, hier ist erstmal no. Tauriel. Okay, ja, mal irgendwie, mal ein Päuschen einlegen wäre jetzt gar nicht so schlecht, glaube ich. Wir sind ja jetzt hier unten bei der Nummer. Da bash ich mal. See a chained figure to the south. Ja, das wird ja jetzt hier Caramon sein. You find Caramon in chains as you free him. He tells you of his
Orlils. And you work at this as journal entry 73. Okay, dann schauen wir nochmal hier in den 73er rein. Und nach der Schlacht wurde ich zu einem mächtigen Kleriker gebracht. Er lachte über meine Niederlage. Sie führten mich zu einigen Türen, die im Dunkeln leuchteten, öffneten sie mit einem Schlüssel, den er aus seinen Gewändern zog, und brachten mich zu einem dunklen Tempel. Ich sah ein bronzenes Drachenei auf dem Altar. Er sagte mir, dass sie die Verderbnis wieder neu starten würden. Dann ließ er seine Schergen mich verprügeln. Ich bin hier aufgewacht. Wenn es nicht wegen dem Verrat eines Dunkelelfen und einem Hinterhalt gewesen wäre, hätten sie mich nie gefangen genommen. Er macht eine Pause. Es tut mir leid für meine Männer, sagt er, sie hatten keine Ahnung, worauf wir uns einließen. Ich wusste es auch nicht. Wir waren nicht auf das Ausmaß der bösen Kräfte vorbereitet. Der Hinterhalt war eine vollständige Überraschung. Ja, das ist immer schlecht, sowas. Suddenly you hear a great crash from outside. The room is strange high-pitched. Tinkling sound is accompanied by muffled screams. Also manche Passagen. A female voice calls out for Caramon. He glances up. Startled at the sound, Caramon yells, and in a moment a figure appears in the doorway. A lovely elven woman strides in the room. She embraces Caramon and explains her presence, and your record is at journal entry 9. Okay. Sie erklärt Caramon, ich wurde von Sir Kal geschickt, um dich zurück zum Außenposten zu bringen. Es gibt Gerüchte, dass große Streitkräfte von Drakonieren, Hobgoblins, Minotauren und andere sich versammeln. Wir brauchen dich, um Erkundungs- und Überfalloperationen zu leiten. Ich sehe jetzt, dass die Dinge schlimmer sind, als wir dachten. Trodel sollte eigentlich verlassen sein. Caramon sagt, es ist sogar schlimmer als das. Ich habe Eier von Messingdrachen gesehen. Sie keucht, nein. Das dürfen sie nicht wieder tun. Dann macht sie eine Pause, Moment, wie können sie das tun? Ich dachte, der Prozess sei während des Kriegs der Lanze verloren gegangen. Hast du irgendwelche Hinweise darauf gesehen, dass sie erfolgreich waren? Nein, sagt Caramon, ich wurde bewusstlos geschlagen, bevor ich die Gelegenheit hatte, mehr zu sehen. Er wendet sich an dich. Ich möchte, dass du diese Angelegenheit untersuchst. Finde den Schlüssel und gehe zum alten Tempel im nordöstlichen Teil der Stadt. Finde so viel heraus, wie du kannst. We must get back to Sir Kal as well. Caramon will need our help. Please do as he asks. Caramon says, the cleric that took me, who has just left for his quarters in the southwest corner of Throttle. Find him and you will find the key. The key will make the doors into the temple glow. The door are located in the two corridors that border the northeast quadrant of the city. Caramon and Maya leave. You hear a great rush of air shortly after their departure. Your companies leave. Okay. Ja, das wäre vielleicht hier nochmal ein ganz gute Möglichkeit, um ins Camp zu gehen. Und ich würde mich dann erstmal wieder verabschieden von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wer Lust und Laune hat, darf natürlich gern den Kanal abonnieren, Kommentare schreiben, Likes da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Champions of Grün. Bis dahin, macht's gut.